Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge NS15 mit dem Hamsen. Jo, wir gucken uns hier noch kurz bei den Kühen um. Den Kühen geht's gut. Die haben sehr viel zu fressen noch und alles, was sie brauchen. Was mich schon so ein bisschen verwundert ist, dass sie irgendwie gar nichts von ihrem Silage im Futtertrog verbrauchen. Aber gut. Soll mir recht sein, ne? Vielleicht fressen sie eher lieber erst Mischfutter oder so. Kann ja sein. Ja, hier ist diesmal auch nicht los, nicht viel los, so rum. Ein wenig Standardarbeiten sind heute mal angesagt, denn so ist nun mal das Leben des Landwirts, ne? Man muss auch mal ackern und vielleicht das machen, worauf man jetzt gerade nicht so Bock hat. Also heute ist auf jeden Fall hier erstmal schön dreschen angesagt. Was ist los? Aha, da kommt die Strohablage. Braucht natürlich eine Zeit lang, bis die durchgelaufen ist. Und wir werden heute schon mal so dreschen, wie ich eigentlich später vorhabe, auch die Felder zu verbinden. Nämlich, wir werden hier einfach quer über den Weg fahren. Und deshalb müssen wir den unteren Teil hier auch noch selber machen. Ihr seht, der Raps da oben ist auch schon wieder gut. Das ging immer ruckzuck hier. Ich bin schon wirklich fast im Überlegen, ob ich, solange ich noch das Projekt mache, was ich euch natürlich auch gleich wieder den aktuellen Fortschritt zeigen werde, des Waldsterbens sozusagen, ob ich so lange die Wachstumszeit auf langsam stelle oder auf normal wenigstens erstmal. Naja, klar, kommt er da nicht rüber, das war klar. Hoch damit. Und wieder runter. Ja, ansonsten habe ich es immer noch nicht geschafft, mir Curseplay zu besorgen. Sonst könnte ich den ja hier auch selber so fahren lassen. Aber nein, das habe ich noch nicht. Und auch, ich denke auch den Inspektor werde ich mir mal runterladen. Das ist ganz praktisch eigentlich hier so fürs Singleplayer, besonders wenn man dann mit Curseplay arbeitet, da man dann besser sieht, wo jetzt irgendwas schief läuft oder was halt gerade nicht klappt. Ja, was gibt's noch sonst zu sagen? Ich weiß nicht, ob ich mich langsam trauen kann, den ersten Fan zu downloaden. Da sind jetzt ein, zwei dabei gewesen. Da hätte ich schon starkes Interesse drin. Ja, und was den Multiplayer angeht, im Moment kommen wir leider nicht besonders viel zum Multiplayer, da es sehr schwer ist, uns zeitlich abzustimmen. Ich hoffe aber, dass sich das demnächst widerlegt. Deswegen kann es durchaus mal sein, dass vielleicht jetzt ein, zwei Folgen Singleplayer mehr kommen. So, schon mal ausfahren hier. Ja, rechts noch bis zum Weg. Ah, knapp. Aber ganz knapp. So, schnell rüberhüpfen. So. Ach ja, genau. Und den Fast Switcher. Den hatte ich ja eigentlich auch schon versprochen. So, den lassen wir hier gemütlich abtanken. Den stellen wir auch mal kurz so lange aus. Dann zeigen wir euch den aktuellen Stand mal des Projektes, nämlich hier. Und ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen zugeschlagen. Und zwar wieder auf die altmodische Art und Weise. Den Großteil habe ich schon weggeholt. Ich habe mal einfach so gesagt, ja okay, alles was hier
rechtzeitig des Weges ist, der zum Haus runtergeht. Das mache ich jetzt mit der Kettensäge platt. Und ich habe da so, ja, auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich habe was hier hinten drauf. Na, wo ist er denn hier? Hier, da auf dem Wagen, ne? Der ist schon wieder eigentlich voll. Einfach weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Und weil es einfach auch, also ehrlich gesagt, es ist sozusagen die bugfreiste Methode. Man kriegt es zwar mit den 2,5 Meter Stücken sehr gut eigentlich auch mit dem Häcksler hin, aber ja, ich habe es dann versucht sozusagen hier auch ein bisschen kurz geratene Stücke hier vom Sägen reinzupacken. Das hat auf jeden Fall wieder Probleme nach sich gezogen. Und im Endeffekt muss ich den Restbaum sozusagen dann doch auf den Wagen laden. Und von daher dachte ich mir, naja, dann kannst du auch wieder auf klassische Art und Weise die ganze Geschichte da oben reinbringen. Macht mir persönlich auch Spaß, also ich weiß nicht, warum man das anders machen sollte, außer wenn es jetzt so ist wie hier gerade mal. Natürlich muss man den Baum einigermaßen in der Mitte greifen. Sonst ist das alles ein bisschen schwierig. So, aber gar nicht groß wegrollen lassen, einfach nur ein Stück zur Seite fahren. Wieder schnappen. Und schon liegt das Ganze viel besser in der Hand, ne? Ich weiß gerade auch nicht, ob das hier ein kleiner Baum war oder ob das einer ist, den ich zersägt hatte. Ist auf jeden Fall ein bisschen widerspenstig da vorne drinne. Aber es wird wohl auch so mit der letzte sein, den ich oben rauf kriege hier. Sonst fliegen sie mir auf der anderen Seite wieder runter. Na, ich hoffe, der tut das noch nicht. Ah, vielleicht mal lieber einen Stups geben von der anderen Seite. Aber mit dir, du. Kann ja auch nicht sein hier. Legt euch vernünftig hin, so, zack. Du auch noch dazwischen, dann passt da noch einer locker hin. Ja, und ne, also ganz weit ist es nicht mehr entfernt, unser Ziel. Ach, diese olle Baumspitzen hier vorne, die muss ich auch unbedingt mal häckseln. Ihr seht ja, was auch schon wieder sozusagen an Stümpfen nachgewachsen ist. Auf dieser Seite sowie auch auf der anderen Seite. Oh, hier fliegt gerade ein ziemlich lauter Hubschrauber, ich hoffe. Der stört euch nicht. Ja, also es ist nicht mehr ganz weit weg, ne? Den Rest wollte ich eigentlich mit dem Harvester machen. Mal gucken, wie gut das klappt. Eventuell hole ich mir dafür das Fahren zum Hackschnitzel, also zum Biomasse-Heizkraftwerk schon wieder einen Crossplay-Fahrer dann. So, aber heute war erstmal hier angesagt, dass es weitergeht. Können ja nicht immer wen anders für uns ackern lassen. Und darum geht es ja auch beim Landwirtschaftssimulator, ne? Entspannt im Abendrot sein Feld zu mähen und den Stress abfallen zu lassen. Ja, eigentlich finde ich es nicht so schön, wenn er die Haspel ausmacht. Die macht man doch normalerweise auch nicht aus, oder? Macht man die Haspel aus, wenn man wendet, oder wendet man überhaupt nicht so wie ich? Tim, vielleicht weißt du Bescheid. Tim, ein treuer Zuschauer und guter Tippgeber, der mir schon so einige Fragen beantwortet hat. Vielleicht weißt du auch wieder Bescheid. Passt das? Bestimmt. Passt. Dann können wir nämlich den Rest wirklich den Helfer machen lassen.
Und ja, dann könnte man zum Beispiel schon mal die Beilenpresse hier wieder bemühen. Die Beilenpresse läuft ja auch hinter den kleinen Deutz. Naja, und Raps muss auch schon wieder gemacht werden. Wir werden aber diese Fahrtrichtung auf jeden Fall beibehalten. Ich denke, das ist das Beste, damit die Beine nicht sich sonst wohin aufmachen. So, jetzt lassen wir Johnny fahren. Und wir machen Ballen, habe ich gesagt. Und mit dem wieder Ballen machen. Die Presse müsste ja noch oben sein, dann können wir die hier gleich mitnehmen. Ja, da hinten ist mir wieder mal ein Ballenstapel umgefallen. Habe ich schlecht hingestellt gehabt. Hey. Also wirklich mal, ne? Ja, Silage in der BGA ist noch nicht fertig. Wie gesagt, die Kühe sind erstmal versorgt. Wenn das so lange hält, dann könnte man sich auch wirklich echt überlegen, noch Schafe zu holen. Obwohl ich halt keinen Bock auf diese Palettengurkerei habe eigentlich. Und der Schafstall ist ganz da unten beim Dorf mit dem Leuchtturm. Ja, und das ist eigentlich nicht so schön. Denn dann muss man das immer fast Richtung Hof bringen, sage ich mal. Weiß nicht, ob es da noch eine praktischere Route für gibt, aber das ist eigentlich nicht so gut. Obwohl ich Schafe sehr mag, sonst eigentlich. Oh, was haben wir hier? Ich wollte schon sagen, es ist mein Feld. Ich vergessen das zu mähen, aber es gehört noch gar nicht mehr. Also nicht zu mähen, sondern zu säen. So. Großzügig den Wenderadius ausgenutzt. Aber auch hier habe ich vergessen zu sehen. Scheiße, und das ist wirklich mein Feld. So kann es gehen, ne? Was möchte ich denn da überhaupt als nächstes pflanzen wieder? Ich glaube, wenn ich jetzt nur noch Weizen pflanze, ist das so gut? Ich weiß es nicht. So, der bleibt erstmal hier stehen kurz. Und die Presse holen wir schon mal raus. Na, und der muss abgetankt werden, ne? Das war klar, ja. Gut, bringen wir den schon mal in Position. Das kleine Stückchen. Obwohl das andere Feld daneben ist auch Weizen. Da kann er dann gleich weitermachen. Oh, das war schon zu weit. So, wollen wir mal schauen, ob das reicht. Naja, abtanken muss ich ihn dann sowieso, weil der Rest vom anderen Feld passt dann nicht mehr drauf. Nein, das reicht nicht. Er ist voll, okay. Fahren wir gleich weg. Unsere erhöhte Nachfrage ist inzwischen auch dahin, aber nicht über die Reihen fahren. Was ist denn los mit dir? Einen kleinen Moment mal. Ich mache mal kurz einen Cut. So Leute, und da sind wir auch schon wieder beim Abtanken. Der Drescher ist inzwischen fertig mit dem Feld. Warum passt das nicht? Ist der Rüssel so lang? Ah, jetzt. Und dann setzen wir ihn auch gleich aufs nächste Feld an.
Das ist doch noch, also es waren doch noch 54% jetzt hier drin, also 5000. Ungefähr, das ist echt viel. Sogar mehr als 5000. Oh, oh, oh. Ja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? So, müssen wir ihm wohl hier am Anfang helfen? Ich weiß es nicht genau. Nee, erstmal kann er bestimmt so. Aber an der Ecke bleibt er bestimmt wieder hängen. So, dann dreht er um, dann kommt er zurück. Dann, ja, wir gucken mal, wo er anhält. So, dann machen wir noch schnell ein paar Beine. Ach, er ist auch fertig da unten. Egal, bringe ich gleich rüber zum anderen Feld. Da ist die Beinpresse. Die völlig versaute Beinpresse übrigens. Wie mir so auffällt. Muss ich dringend mal wieder bei alles waschen. Sehr schön, bleibt liegen, rollt nicht weg. Wunderbar. Der Wendekreis ist auch ziemlich gering. Kann man gut von einem Schwert ins nächste gehen. Ohne Probleme. Ja, und da steht auch schon wieder der Abend vor der Tür. Ich denke, während der Nacht werde ich noch ziemlich viel am Wald unten weiterarbeiten. Ich werde auf jeden Fall die Felder neu bestellen. Den Sammelwagen habe ich ja mit. Mal gucken. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, wie viel hatte ich denn? 12 Beilen, glaube ich, aus dem hier und dem unteren zusammen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es immer gar nicht so viel, wie man denkt. Man denkt immer, oh, ich habe jetzt so viel Beilen gemacht. Aber wenn man dann mit dem Sammelwagen kommt, dann ist ruckzuck doch alles leer, ne? Oh, passt das? Passt. Einen guten Einzugsbereich hat er. Ja, was macht mein kleines Kind schon wieder? Ich glaube, naja, die Folge ist sowieso hier auch vorbei. Zeitmäßig sind wir auch am Ende. Ja, Leute, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal vielleicht schon, ja, mit einem, ja, nicht mit dem Ende des Projekts, glaube ich noch nicht. Aber auf jeden Fall mit einem weiteren Fortschritt. Und wenn ich ganz viel Lust habe, auch nochmal mit einer neuen Tierart. Bis dahin erstmal sagt Hamsen Tschüss und zum nächsten Mal. Tschüssi!